Leute. Ich bin unterwegs wieder. Ich bin mit den Waldgängen. Die Zeit draußen genießen mit Marco. Wir kennen es ja vom Interview schon. Schon wieder ich. Schon wieder, ja. Und Julia ist auch mit. Hallo. Und wir gehen heute bis draußen. Die Zeit genießen, nach der Königheit kochen. Und dann schauen wir, was uns noch der Tag bringt. Uns sind stark und Schnee voll, was wir heuer gekriegt haben. Hat sich überall die ganzen Bäume ausgerissen. Ja, überall. Ja, auf der anderen Seite auch. Also Feuerholz war da in Hülle und Fülle. Und wir gehen jetzt einfach da schön gerade im Wald rein. Bei dem Weg bin ich selber noch nie gegangen. Echt eine schöne Gegend da. Da seht ihr überall die umgefallenen Bäume. Alles ausgerissen. Schon durch die ganze Schneelast. Jetzt merkt man, dass es Frühling wird. Überall taut es ein bisschen. Heute ist so absolut kalt, ungefähr 8 Grad plus. Da echt ein paar gute Plätze zum Übernachten. Jetzt haben wir ein kleines Plätzchen gefunden. Da haben wir inzwischen das Lager gebaut, da sind wir noch nicht ganz fertig. Da haben wir so eine Plane, so Elefantenhaut. Und dann werden wir nachher eine Königheit kochen. Das ist echt eine schöne Gegend, da zeige ich jetzt gerade. Gerade mittel im Wald rein. Da hat so einen Baum ausgerissen. So, die Julia scheint wieder in unsere Köchin. Wie gesagt, heute gibt es Carbonara mit kleinen Aufbesserungen. Wäre nachher noch ein bisschen Champignon eingetieren. Die Carbonara so, weil wir gerade ein paar Champignons heimgekriegt haben. Also müssen wir jetzt mal das Wasser zum Kochen bringen. So, der Mecker versucht jetzt... Er versucht Holz für ein Feuer herzukriegen. Aber es ist ziemlich holzfeucht. Wie geht's dir, Mecker? Mir geht's gut, im holzig war es. Wohl, passt alles. So, die Julia schneidet mal die Champignon. Marco, was von Hobo hast du mit? Ist das der Bushcraft Essentials, glaube ich, der kleine? Der kleine, ja. Geht eigentlich ganz gut. Jetzt allzu große Töpfe gehen nicht, aber für so einen Tee oder eine kleine Gulaschsuppe ist das schlecht genug. Ja, wenn man ein paar Federsticks oder halt ein paar so Schnitzel macht, das muss man anfeuern. Ja. So, jetzt haben wir gerade die Nudeln eingelegt und ein bisschen Salz eingetan. Und wir hoffen, dass das Böll am Anfang kocht. So, Marco, was gibt's bei dir heute? Oh, wir haben noch Fleisch übrig gehabt von gestern. Da gibt's Butter, Sputfleisch, Schweinefleisch mit Erdäpfel und Lauch machen wir da rein. Schaut echt gut aus. Mhm. So, jetzt habe ich da eine neue Gasflasche da, die andere war ziemlich fertig. Und jetzt fängt es an, die Champignon anbraten. In einem anderen Topf hat jetzt die Julia noch einen Speck reingetan. Und da auf der linken Seite haben sie nachher da die Champignon. So, ein bisschen viel Champignon, aber ich wusste. So, die Nudeln sind jetzt fertig, die Sauce ist auch fertig. Und ja, und jetzt laden wir das über die Nudeln drüber und nachher lassen wir es schmecken. So, und so schaut das Ganze aus. Und jetzt lassen wir es jetzt schmecken. Mahlzeit. So, ich bin jetzt ein bisschen weiter weggegangen. Ich bin mittel im Wald rein. Und ja, er liegt ziemlich noch etwas an Schnee. Und jetzt zeige ich gerade ein bisschen die Gegend. Ist echt schön da. Ich bin froh über eine Location, wo man eventuell Overnighter machen könnte. Auch ideal, weil relativ viele Bäume auf dem Haufen sind, eventuell für eine Hängematte. Und ja, echt ein schönes Plätzchen. So, dahinter ist der Platz, wo man es gerade da gewusst sein. Und ich gehe jetzt mal die Richtung entlang. Oh, da ist echt tief Schnee. So Leute, jetzt haben wir zusammengepackt und natürlich den Platz so hinterlassen, den wir vorgefunden haben. Wie hat es euch gefallen, Marco? Wie hat es euch gefallen? Voll geil, lässig.
gehen wir wieder mal. Hallo, voller Fell. Und jetzt gehen wir wieder Richtung Auto. Leute, wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg zurück zum Auto. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich natürlich über ein Like oder ein Abo natürlich freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Pferdink.